Moin, herzlich willkommen auf der nordfriesischen Marschmap 3.1 ohne Gräben. Eine neue Folge Let's Play LS17. Ihr schaltet genau richtig ein. Dieser Vollhonk ist mal wieder gegen seinen Lieblingsbaum gefahren. Ich glaube, den Baum muss ich tatsächlich mal absägen. Ich meine, der Kurs ist nun wirklich nicht so weit, nicht so dicht dran, wie ihr seht. Trotzdem kriegt er es nicht gebacken. Also er fährt, glaube ich, nochmal in 90% aller Fälle fährt er irgendwie dagegen. Und echt nervig. Was wir noch machen, neben Kartoffeln und Rüben ernten, ist, wir holen hier Stroh vom Feld. Ich habe jetzt hier mal eben leckere 60 Ballen Stroh vom Feld 4 geholt. Und die bringen wir jetzt mal zum Strohverkauf. Wobei, gibt es vielleicht für Stroh noch irgendwo anders? Stroh- und Grasverkauf. Ja, wollen nicht auch gar nicht so. Also, naja. Ich will jetzt nichts sagen. Wir gucken einfach mal. Ich weiß nicht, was ich mit dem Stroh sonst machen soll. Ich habe überall, wo ich Stroh brauche, habe ich welches. Komposter ist voll, glaube ich. Und jetzt bringe ich vielleicht gleich mal zwei. Also ne, eine so eine Ladung noch zum Komposter. Wobei ich da ungern Strohballen hinbringe. Ich lasse da lieber Stroh mit dem Ladewagen hinfahren. Da habe ich meinen automatischen Kurs, der lädt da ab. Und fährt das dann direkt da rein. Das können wir dann bei der nächsten Folge machen. Kompost habe ich nämlich auch noch genug da. Man soll ja nie sagen, man hat genug, aber tatsächlich davon noch genug. Jetzt sehen wir einfach mal zu, dass wir hier ein bisschen was loswerden. Ja, da vorne kommt der Abfahrer, der Kartoffelabfahrer, der gerade gegen den Baum gefahren ist. Und fährt schön aufs Feld 2. Da müsste auch irgendwann bald mal fertig sein. Ja, und Geld können wir natürlich auch gebrauchen, auch wenn wir über 3 Millionen Euro da auf dem Konto haben. Aber ich möchte noch gerne Felder kaufen. Und da brauche ich noch, also ich brauche mindestens insgesamt 4 Millionen, dann kann ich mir ein Feld meiner Wahl, welches ich unbedingt haben möchte, kaufen. Und eigentlich möchte ich noch mindestens 2 Felder kaufen, das heißt, ich kann also auch 5 oder 6 Millionen gebrauchen. Das ist überhaupt keine Frage. Also, das könnte ich ja mal ausblenden. Im Moment brauche ich es ja gerade mal nicht. Okay, kann er nicht so schnell die verkaufen oder was ist da los? Oder stehen die nicht im Trigger drin? Gibt es aber ja auch kaum Kohle für, ne? Bin ich zu weit vorne oder was ist da los? Oder kann der einfach nicht so schnell verkaufen? Ich weiß das nicht. Ich kenne mich damit nicht aus. Voll oder was ist da los? Wie sieht's denn da aus überhaupt beim Ernten? Naja gut, okay, oben Feld 7. Ne, links oben, da sind wir am Rüben ernten, aber Feld 6 ist noch und das Feld über Feld 7, es war ja ein Grasfeld, das habe ich gepflügt. Da haben wir auch Rüben drauf. Die müssen abgeerntet werden. Feld 2 ist nicht mehr so viel an Kartoffeln. Ja, Feld 1 und Feld 20 gehören mir ja auch. Die haben, die sind soweit fertig. Schon wieder gesät. Feld 16 würde ich gerne haben, einfach weil es groß ist. Und Feld 5 würde ich eigentlich auch ganz gerne noch haben. Irgendwann. Ja, die anderen Felder natürlich auch, aber na, ihr wisst, was ich meine. So, ich wollte jetzt auch mal beim Finanziellen hier gucken. Okay, wir haben noch Raps. Raps müssen wir auch noch wegbringen. Fahrzeugübersicht, Finanzen. Heute 176.000 für neue Fahrzeuge. Ja, machen wir.
Verkaufte Ballen, 13.000. Das ist ja nicht viel, ne? Das ist ja wirklich nicht viel, was man da so kriegt. Wieso verkauft er die denn nicht? Was soll denn das? Muss ich die da jetzt stehen lassen, oder was? Muss ich das wirklich so machen, oder wie? Oder sind die zu weit weg? Muss ich da näher ran? Ah, die sind zu weit weg. Now I see. Ja, jetzt habe ich es verstanden. Ja gut, dann fahren wir noch mal eben einmal rum. Und fahren noch mal näher ran, oder wie? Ja, aber nicht mal 500 Euro für einen so einen riesen Ballen. Das ist schon echt wenig. Ja, aber ich habe auch keine Lust, die zum Komposter zu bringen. Naja, was heißt wenig? Aber 500 Euro, ich habe 60 Ballen. Das sind 30.000 Euro, die ich dafür kriege. Das kann's nicht sein, oder? Das ist doch... nicht wahr. Das ist viel zu wenig. Da so dicht dran, um das, um die loszuwerden, das kann ich mir fast nicht vorstellen. Ja, tatsächlich. Ja, dann fahren wir mal wieder aufs Feld und holen die nächsten Ballen, würde ich sagen. Könnt ja jetzt den auch noch hier anhängen, aber dann wird es dann erst irgendwann kaum noch fahrbar und noch unrealistischer, als es jetzt ohnehin schon ist. Hm. Was machen wir denn jetzt mit dem? Kann man denn noch Stroh verkaufen? Nein, ich glaube, dann bringe ich die tatsächlich echt beim nächsten Mal zur... zur Dingensfabrik, zur Pelletfabrik oder so. Ich mach da dann was mit. Boah, ich eier hier. Ich hab. Nein, ich habe keinen Alkohol getrunken. Ich habe noch keinen Tropfen gefrühstückt, wie man so schön sagt. Grasballen. Dachte ich schon, dass das ein gutes Duo ist. Big M mit der Ultima hinten dran. Ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, um Kompost zu machen. Das werde ich noch. Weil Kompost kann man natürlich auch... Ach, Quatsch, nicht Kompost. Silage meine ich natürlich. Silage kann ich natürlich dann auch bei der DGA Nord verkaufen. Und würde ich mal auch mal ausprobieren demnächst. Die einfach mal einfällt mit der Ultima Silage macht. Das dann zur BGA Nord bringen und dann zusehe, dass ich das da loswerde. Und da sind wir wieder am Ballen sammeln. Es ist also nicht schön, dieses Zickzackfahren. Oh. Aber es nützt ja nichts. Das Zeug muss ja jetzt weg. Jetzt liegt das hier, jetzt muss das auch weg. Klar, Axion 1 hat durchdrehende Reifen. Ja, er steht wieder an seiner Laterne.
los. Ich weiß auch gar nicht, wie viel Pellets wir noch haben. Ich glaube, Pellets haben wir auch noch tonnenweise, muss ich ja ganz ehrlich gestehen. Ne? Ich glaube, Pellets haben wir noch gefühlt Tonnen. Aber kann es gar nicht sagen. Also, ich weiß, dass wir noch ganz viel produziert haben. Ich weiß, dass auch noch irgendwie, ich glaube, das Lager ist voll mit Pellets. Also unser Palettenlager. Bin mir nicht ganz sicher, ob unten beim Holzwerk, ob da auch noch Pellets draußen gelagert sind. Das kann ich jetzt so aus dem Kopf gar nicht sagen. Also ein bisschen vorsichtiger, man muss ja nicht so megamäßig heizen. Der erste Trailer ist schon wieder voll. Und der zweite fängt an. Der Flötenschlumpf fängt an. Noch mal hinterherfahren und ein bisschen klar Schiff machen. Nein, dass wir hier dann auch wirklich alles vom Feld räumen. Nicht, dass hier unserer Seemaschine nachher irgendwelche ehrenlosen Strohballen im Weg liegen. Wäre ärgerlich. Auch wenn so eine Ladung hier ja nichts bringt an Kohle. Ich weiß es nicht, was ich mache. Voll drauf. Ah, jetzt umkippen. Los. Oh. Ja, das ist gar nicht so einfach aus dieser Perspektive. Da noch. Oh, jetzt stecken sie alle fest. So, 3 Ballen noch. Dann sind wir auch hier voll. So, dann kann ich mich jetzt um die Schwachmaten kümmern, die hier wieder nicht klarkommen. Er steckt im Verkehr fest, ja. Ja, immer noch. Ist es hin? Es ist ja unfassbar. Profis. Mensch, du. Der eine hat. Also beide haben irgendwie Scheiße an der Hand.
Der eine fährt immer gegen den Baum und der fährt immer gegen die Laterne. Naja, nützt ja nichts. Ein bisschen Abwechslung im Spiel. Los, um da. Und leer machen. Ja, vielen, vielen Dank. Das soll schon wieder gewesen sein für diese Folge. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hinterlasst mir einen Kommentar oder ein Like, würde mich sehr freuen. Abonniert mich, schaltet nächstes Mal wieder ein, freut mich noch viel mehr. Ja, in diesem Sinne sage ich dann mal, ciao!